So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Two Worlds 2. Ich bin es, euer MC Muffix. Und ja, das ist unser cooler Held und wir sind hier in dem schönen Chesnara. Ja, im letzten Part haben wir uns im Untergrund umgeschaut und dort... Hä? What? Hey, wartet mal. Ganz kurz. Quest. Hat man nur? Ich sollte Zask finden. Zask? Sehr cool, Leute. Ihr habt's gesehen. Es ist wirklich reiner Zufall. Im letzten Part waren wir im Untergrund. Sind dann hier raus. Warte, ich zeig euch sogar den Weg, den wir gegangen sind. Hier sind wir rausgehüpft. Sind dann da hochgelaufen. Sind dann da runtergesprungen. Und jetzt einfach biege ich hier einfach links ab. Und auf einmal ist hier der Typ, den wir für unsere Quest suchen. Ja, wir waren im Untergrund, haben ein paar Skorpione zusammengematscht. Und jetzt wollen wir hier den Zask, finden, da der er für die Morduntersuchung und für die Tode in, Hartmann zuständig sind. Und ich laufe immer einfach so über den Weg. Ja, manchmal gibt es auch positive Zufälle in Two Worlds 2. So, dann reden wir hier gleich mal mit dem Zaski. Hey, kann ich dir helfen? Ich bewundere gerade deine Waren. Ist das deine gesamte Arbeit? Ja, suchst du was Bestimmtes? Genau genommen bin ich auf der Suche nach Arbeit. Weiß nicht, da kann ich dir wohl nicht helfen. Ich arbeite nur mit guten Freunden zusammen, innerhalb der Familie, wenn du verstehst. Aber brauchen würdest du schon jemanden? Also... Komm schon, ich bin neu hier in der Stadt. Ich kann wirklich zupacken und wenn mir jeder in der Stadt dasselbe sagt wie du, dann... Vielleicht wäre da was. Ich habe einen großen Auftrag, aber mir sind die Drachenschuppen ausgegangen. Ich dachte, Drachen seien ausgestorben. Das schon. Aber als es sie noch gab, waren einige Drachenjäger hinter ihnen her. Die gibt es natürlich auch nicht mehr. Aber ich habe ihr altes Versteck gefunden. Ich konnte mich nicht länger umsehen, weil das Versteck leider nicht unbewohnt ist. Ich bin eben nicht mehr der Alte. Also, wenn du Arbeit willst, geh hin und hol mir die Schuppen. Wofür brauchst du überhaupt Drachenschuppen? Was meinst du wohl? Die Dinger sind einfach undurchdringlich und dabei sehr leicht. Kannst du mir etwas über den Turm sagen? Darüber rede ich nicht gerne. Leute, die darüber reden... Sagen wir einfach, es gibt da einen Fluch. Ein Fluch? Keiner traut sich dorthin oder redet auch nur darüber. Ich weiß, dass du neu in der Gegend bist, aber du hältst es am besten genauso. Gut, wie viele Schuppen brauchst du? 5 müssten erstmal reichen. Hier ist der Schlüssel. Ich habe das Versteck abgeschlossen, damit sich keiner selbst bedient. Vorsichtig, wie ich bin. Okay, dann schleimen wir uns hier ein bisschen bei unserem neuen Freund jetzt hier, dem Zask, ein. Okay, Karte. Hier, Karte. So, wo ist denn das? Dieses verdammte Wüstentor, Leute. Es nervt mich sowas von. So, das ist aber sehr schön, dass die Aufgabe hier direkt neben unserem Teleporter ist. Hier war der Teleporter. Gut, dann können wir hier in das Haus gehen. Ist das zufällig da... Okay, ich dachte kurz, das wäre vielleicht das verbrannte Haus, wo Tommy gewesen wäre. Also da, wo der Schreiber war, von dem wir den Ausweis bekommen haben. Aber das ist so ein kleines Stück woanders. So. Ah, jetzt laufe ich schon wieder hier hin. Mein Gott, ich werde das gleich mal... Ich werde irgendwann mal jetzt in den nächsten Part diese blöde Quest machen, weil mich das so fertig macht, dass mir das immer angezeigt wird. Dieses verkackte Wüstentor. Ich brauche das Wüstentor nicht. Spiel, ich bin in Hartmandor. Ich muss das Wüstentor nicht nehmen. So, wie komme ich da jetzt überhaupt hin? So, ich sehe mich schon mal nicht. Schon mal sehr gut. Da will ich hin. So, okay. Ah, okay, da lang. Okay, krieg ich schon hin. Hoffe ich. Oder auch nicht. Also langsam glaube ich hier. Oder auch nicht. So, hier war doch mal dieses Haus da, wo dieser Erkundungstrupp war und der dann so abgeschlachtet worden sind. Ach Leute, wir haben schon so viel entdeckt. Fällt euch das eigentlich mal auf, wie viel wir schon gemacht haben? Ich meine, okay, es sind schon mehr als 30 Parts, aber trotzdem. Eigentlich haben wir noch gar nichts von der Hauptstory gemacht, eigentlich, wenn man so sieht. Aber man sehr viel schon ein schönes Nebenzeug hier. Oh, Drachentöterhöhle. Übrigens, wir haben in Two Worlds 1, haben wir ja sogar schon Drachen... Oh nein, wieder Skorpione, Mann. Die Skorpione sind so stark.
in Tools 1 haben wir schon gegen Drachen kämpfen müssen. Wenn ihr euch erinnert, zwei der Teile des Amulettes waren... Warum fliegt ihr so auf mich drauf? Warte, wie war das nochmal? Einmal dieser Drache da... Ah, ich habe das ganz vergessen. Also es gab einen so einen Wüstendrachen, das weiß ich noch, der irgendwie böse zu allen anderen Drachen war. Den haben wir nicht bekämpft. Aber wir haben dann so einen anderen Drachen gefunden, von dem wir dann das Amulett geklaut haben, was eben in seinem Nest drin war. Also irgendwie so war das, Leute. Ich bin mir da auch nicht mehr so sicher. So, ein Nekris, das ist aber sehr schön. Ich dachte, da wären jetzt nur noch Skorpionen. Das wäre echt ärgerlich gewesen. Boah, ich hasse Nekris. Denn schlauer als die meisten menschlichen Soldaten. Die werden voll viel von den Schlägen ab. Bam! So, aber jetzt, wo ich gut blocken kann, bringt es dir auch nichts mehr. So, ist irgendwas? Ey, Nekris zu looten lohnt sich eigentlich echt nicht. Guck mal, dieses Knochenmark, Leute. Ich sag ja, im ersten Tour hatten wir am Ende des Spieles über 100 Stück von denen. Ich glaube sogar über 200. Ich finde das so ärgerlich, Mann. Jetzt haben wir hier Schlosser-Upgrade fast abgegradet und wir haben eine Chance auf ein normales Schloss. Ah, stand da 56 oder 36? 56? Okay, da macht es schon fast Sinn, aber trotzdem. Eigentlich ist das viel zu wenig. So, Drachenschuppe Nummer 1. Ist da jemand? Ah! So. Nekris, down. Down. Down, du Viechmann. So. Bam. Komm. Komm. Da läuft der Nekris, oder? Und da ist schon der nächste Nekris. Oh, bin ich hier gerade in ganz viele Nekris reingelaufen? Ja, das bin ich. Egal. Ich muss hier stylisch gegen die kämpfen. So, jetzt. Egal. Auch, also ganz ehrlich, ich bin gerade richtig schön überlevelt für die Gegend hier. Also außer gegen die Skorpione. Das ist einfach das Furchtbare. So, auf der einen Seite sind Nekris, die ich einfach fertig mache. Ich meine, die haben mir schon richtig viel Schläge verpasst und haben mir fast nichts abgezogen. Und dann auf der anderen Seite sind halt die Skorpione, die mich in zwei Schlägen aber mal die Hälfte des Lebens abziehen, um mich dazu zu vergiften. Das ist Two-Worlds-Mentalität. Warum tue ich eigentlich mit einem Blockbrecher nicht ihren Block brechen? Ich meine, ich tue ihnen zwar Schaden machen, aber der Block ist nicht gebrochen. Die blocken immer noch. Egal. So, Chance zum automatisch knacken. Ich möchte jetzt mal automatisch knacken. Ich weiß nicht mal, wie ich automatisch knacke. Eingabe versuchen, Schloss zu knacken. Oh Mann. Sehr schön. Wir werden nie wieder versuchen, ein Schloss zu knacken. Ich möchte es wieder upgraden, dass ich einfach jedes Schloss knacken kann. So. Drachenschuppe Nummer 2. Ich hoffe, wir finden aber jetzt hier nicht einen echten Drachen. Da hätte ich jetzt echt gesagt nicht so viel Lust drauf. Hallo, Drache. Blah. So, so schätze ich mal, würde unsere Begegnung aussehen. Ist ein Gegner? Komm, ich habe keinen Bock gerade auf Gegner. Ich möchte jetzt meinen blöden Schuppen hier haben und raus hier. Ich hasse die Höhlen. Höhlen kotzt mich in Tubels echt an. Es ist so dunkel, es ist eng. Ich back die ganze Zeit mit meiner Waffe gegen die Wände, weil ich immer gegen Wände haue und dann die Gegner nicht treffe. Ist nervig. So. So, nächster Nekris. Naja, okay, aber immer die Nekris sind mir immer noch lieber als hier die Skorpione, also. Lieber sind mir 1000 Nekris in engen Gängen als ein Skorpion auf offener. Doch, nee, wenn auf offener Landschaft ist, dann nicht, weil dann kann ich einfach nicht vorbeilaufen. So, bam. Zack, bumm. Weggehauen. So. Kann ich da hoch? Yep. Geht's irgendwo hinter? Ja. Komm, kann. Hüpf hoch, mein Held. Held. So. Sehr nice. Ist hier irgendwas? Ich sehe einfach gar nichts. So, da ist ein Licht, das ist aber sehr schön. Wow, der spannendste Gang meines Lebens, Leute. War ich hier schon? Ich hoffe es. Okay, weil ich dachte für eine Sekunde jetzt, dass, ja okay, ich war ja schon, weil die Kisten sind ja schon gelootet. Ich dachte für eine Sekunde irgendwie, dass ich hier noch nicht war und dass die mich dann hier zermanschen. So, da ist eine Drachenschuppe. Okay, dann gehen wir mal da lang. Da kommen wir aber doch her. Oder? Egal, laufen wir einfach mal dahin. So. Da ist ein toter Nekris. Hier waren wir doch überall schon. Hm. Ja, okay, aber zumindest können wir mal auf die andere Seite gehen. So, hier lang. So, ist da? Ja, das ist ein Schrank. Ein Sicherheitsschloss. Ach, wie putzig. So, okay, das ist echt sicher. So, bam. Bam, bam. Hallo, ich sagte bam, bam, bam. So, passt.
Gut. Eine Drachenschuppe. Keine Drachenschuppe. Aber ein mittlerer Drachenschutz, ein Zauberamulett und eigentlich nichts, was wir brauchen. Aber obwohl diese Rüstung ist gar nicht so schlecht. Wenn wir mal Level 22 sind, glaube ich. Ich habe Gesellschaft. Können wir mit dir was gut anfangen. So, aber das dauert noch, weil ich glaube, wir sind jetzt Level 19, 20. Keine Ahnung, Leute. Mach down. Mach down, sagte ich. Mach down. Boom. So. Ist down. Komm schon. Ich hasse solche Suchaufgaben. Mann. Besonders sind sie. Ist da Nikris? Ich hoffe, das ist nur Nikris. Ich hoffe, das ist nur Nikris. So. Ich habe echt so Angst, dass hier auf einmal ein Skorpion auf einmal von der Seite kommt. Weil diese Viecher sind einfach so stark. So. Draufhauen, draufhauen. Nicht treffen, nicht treffen. Draufhauen. Und down. So. Und runter geht's. Ah, super. Jetzt sind wir noch weiter unten. Da bin ich echt froh, Leute. Da bin ich echt froh. Oh, hinter jeder Ecke kann irgendwas ganz Schlimmes lauern. Okay, nee, Chris. Aber ich glaube, hier gibt es überhaupt keine Drachenschuppen mehr. Also so tief sind wir jetzt schon unten, ne? Und wir haben schon lange keine mehr gefunden. So, ist da hinten? Ist es nur Nekris, gut. Weil ich. Was ist das für ein große Kuh? Ist das ein Globus? Warum zählt das hier ein Globus? Keine Ahnung, Leute. In diesem Spiel gibt es immer einige Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Zum Beispiel, warum sieht unser Held eigentlich in der super coolen Rüstung, die voll stark ist, so scheiße aus? So. Nekromantenzeug? Nekromantenzeug. Ein solides Schloss, nett. Machen wir mal auf. Das sieht ja irgendwie echt nekromantenmäßig aus. So tief unter der Erde, ganz viele Skelette. So, ich habe mich gerade wunderschön wieder nach oben gebaut. Das war schlecht. So, 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 so. Na, verdammt. So, so, so. Okay, passt. einfach die ganze Zeit drücke ich drauf und jedes Mal komme ich wieder zurück. So, das ist ein Skelett hinter mir. Stört mich aber gar nicht. Ein Schild mit einem 100er Wert. Nicht so, dass wir Schilder brauchen würden, weil wir eh welche keine benutzen. Aber das können wir mal ablegen und dafür können wir mal das nehmen. Und die Hose ist reiten und nehmen wir immer einfach mit. So, Nekris, hau ab. Mann, ey, hier gibt's keine Drachenschuppen mehr. Ich find's jetzt so schön, dass ich hier wunderschön mich jetzt hier durch den Dungeon kämpfen kann. Aber ich will ehrlich gesagt lieber diese Drachenschuppen finden. So, Leute, wir machen das jetzt anders. Ich schau mich jetzt kurz da um. Ist hier was? Hier ist nichts. Doch, das ist eine Kiste, okay. Vielleicht ist da erstmal wieder eine Drachenschuppe drin. Ich habe keine Lust, hier mich eine halbe Stunde durch die Höhle zu prügeln. Diese Nekris sind unglaublich schwach. Ich kriege so gut wie keine Erfahrung richtig. Ich habe mindestens 20 von denen abgeschlachtet schon. Und nicht mal ein Achtel des Balkens voll. Zack, zack. Das ist schon ein bisschen nervig. Und deswegen ist es, glaube ich, uns allen lieber, wenn ich hier einfach jetzt schnell hier meine Schuppen hole. Drachenschuppe. Sehr schön. Und dann weglaufe hier wieder. So, drei Drachenschuppen haben wir, wenn ich mich nicht ganz irre. Wenn mich meine mathematischen Kenntnisse nicht verlassen haben. 1, 2, 4. So in etwa. Und dann kommen wir hier wieder hoch. Jetzt habe ich keinen Peil, wo es lang geht. So. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Mann, ey, die Höhle ist wie so klein, dass ich... So. Ich gehe jetzt einfach mal nochmal alles hier ab. Kann ja sein, dass wir es übersehen haben. Ist gut möglich. Ich übersehe oft Sachen. So. Da ist nichts. Da. Ja, aber das in der Kiste haben wir schon mal reingeschaut, okay? Ja, okay. Super. Ey, Kisten, wo nicht drin sind, werden mir sogar angezeigt. Mein Gott. So, hier lang gibt's ebenfalls nichts. Okay, gut. Dann lauf. Ja, hier sind 1000 tote Nekris, die wir alle getötet haben. So. Dann da hinten waren wir auch. Hier vielleicht? Nee. Also entweder ich bin blind oder ich bin blöd. So, hier sind wir runtergelaufen. Oder sind wir hier runtergelaufen? Vielleicht sind wir woanders runtergelaufen. Oder ich glaube, wir sind woanders runtergelaufen. Oder bilde ich mir das jetzt ein? So. Ja doch, hier waren wir schon. Ja, hier ist unser Freund der Globus. So. Ich habe keine Ahnung, wo diese verkackten zwei Drachenschuppen noch sind. Warum kann mir das nicht auf der Karte markiert sein, Mann? Ne? Einfach Drachenschuppen steht da einfach immer dran. So. Hier, wenn wir hier lang gehen, finden wir Sackgasse. Sackgasse.
Sackgasse, noch mehr Sackgasse. Leute, ich glaube, ich muss hier echt nochmal die Nikris alle durchschauen. Ach, da habe ich gar keinen Bock drauf. Schauen wir mal. Aber woanders können die ja gar nicht mehr sein. Ich habe jetzt ja alles durchsucht. Oh, ich hasse sowas. So, jetzt kann ich nochmal alles abgehen. Und jetzt kann ich... Hä? War ich hier noch nicht? Ah. Okay, das erklärt einiges. So, hier war ich also noch nicht. Vielleicht finden wir hier die beiden übrigen Drachenschuppen. Ansonsten muss ich jetzt hier echt alle Nikris durchlooten und darauf spekulieren, dass einer von den Viechern die Drachenschuppe hat. So, bam, bam, bam. Warum ist da so neblig? Sieht irgendwie nicht so nett aus. Okay. Ich speichere lieber mal. Das scheint gar nicht mal hier so freundlich zu sein. So. Jetzt hüpft mich ja Schlimmes an. Okay. Das sieht jetzt hier um einige spannender aus. So, das sieht mir jetzt hier echt aus wie ein Versteck irgendwie von den Drachenjägern. So. Bis jetzt sah das ja einfach nur aus wie irgendeine hässliche Höhle. Und hier haben wir schon mal ein Skillbuch des Niederwerfens. Und... Bitte, das soll die letzten beiden Drachenschuppen sein. Das wäre ganz lieb. Das wäre super lieb. Das wäre so super, super lieb. So. Ala kabim, ala kabum, ala ka Drachenschuppe. Ja! Zwei Drachenschuppen gefunden. Sehr nice. Und das Skillbuch, das Niederwerfend. Jetzt können wir Leute niederwerfen. Keine Ahnung, ob das wirklich was bringt. Aber wohl, doch, es bringt wirklich was, weil wenn wir Leute niederwerfen, dann können wir diesen coolen Takedown aufführen. Und nicht nur, dass der cool aussieht. Der ist auch ziemlich praktisch, weil wir so Gegner one-killen können. Das ist schon eigentlich gar nicht mehr so schlecht. So. Und dann kriegen wir sogar noch einen Skillpunkt, Leute. Bringt mir zwar alles nichts, weil ich jetzt erstmal ein Level aussteigen muss, damit ich wieder vernünftige Skills antrainieren kann. Aber egal. Aber egal, Leute. So, ich würde sagen, es ist Zeit, um einen kleinen Cut zu machen. Im nächsten Part sehen wir uns dann wieder mit 2x2. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach mal hier in Chesnada wieder, weil ihr wahrscheinlich nicht sehen müsst, wie ich hier versuche, den Ausgang erstmal 10 Minuten zu wenden. Hilfe, wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Dimsimafix. Ciao.